Hey da draußen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Schnell und einfach Walheim. Hier präsentiere ich euch Tipps und Tricks auf die Schnelle. Wir sind immer noch im Gebirge. Ja, das Gebirge hat natürlich auch Ressourcen, die wir hier bekommen. In erster Linie ist es einmal, was wir mit der Wünschelrute finden können. Dazu muss sie aktiviert sein. Verbindet sich hier, verbirgt sich hier im Boden Silber. Für den Abbau vom Silber brauchen wir die Metallspitzhacke, die wir uns im Sumpf herstellen können. Da finden wir natürlich erstmal auch nur das Erz, was wir denn zu den jeweiligen Schmelzen bringen müssen, um es einzuschmelzen, um da Barren draus zu machen. Dann haben wir das Obsidian. Das Obsidian sind solche Pnöpel, die hier auf dem Boden rumliegen. Wenn ihr hier im Boden rumgrabt, bekommt ihr natürlich Ärger, denn zum Teil mit den jeweiligen Steingolems, die dann hier sozusagen ihr Territorium markieren, die dann natürlich euch den Abbau dann ein bisschen schwieriger machen. Dann findet man hier als fürs Farming findet man dann die Zwiebelsamen, um Zwiebeln anzupflanzen. Da bekommen wir dann natürlich auch neue Kochrezepte. Da können wir dann eine Zwiebelsuppe zum Beispiel draus machen. Und natürlich lassen unsere Gegner natürlich auch was fallen. Die Wölfe, von den Wölfen bekommen wir hier einmal die Zähne, also die Wolfsfänge. Dann bekommen wir Fleisch und wir bekommen auch Fell von ihnen. Das Fell oder die Wölfe sind am Anfang natürlich mit der Priorität zu jagen. Und die befinden sich auch öfters mal am Rand, dass man sie sozusagen auch in den Düsterwald oder das anliegende Biom ziehen kann. Wer mein Taming-Video schon gesehen haben. Ich weiß nicht, ob ich es davor hochlade oder danach hochlade. Da muss ich noch schauen. Bei den Wölfen, dass man sich diese Wolfsrüstung bauen kann. Über die Rüstungen, die wir hier bekommen, spreche ich noch. Da mache ich ein eigenes Video draus. Und wir bekommen natürlich auch Wolfstrophäen. Die Wolfstrophäe braucht man zum Beispiel für den Umhang. Dann haben wir des Weiteren bekommen wir von den Drachen. Jetzt muss ich das nur kurz, damit ich da nichts vergesse. Von den Drachen bekommen wir einmal eine Trophäe und dann bekommen wir so eine Eisblase, nennt sie sich, oder so ein Eisblob, mit dem wir dann sozusagen dann Eispfeile herstellen können. Und die brauchen wir auch für eine Waffe. Und wir können mit dem an der Kochstelle auch Eiscreme machen. Dann haben wir weiter bei den Gegnern, was sie uns noch droppen. Dann haben wir die Steingolems. Die Steingolems, die man dann mit einer massiven Waffe, also mit einer Mace oder mit einem Hammer, also Mace, also mit einem Streitkolben oder einem Hammer umhauen muss. Von dem bekommen wir Kristalle, genauso wie aus den Frostcaves. Und Steine, weil er ist ja ein Steingolem. Haha, gut. Dann haben wir als weitere Ressource haben wir die Fledermäuse in diesen Frosthöhlen. Die geben uns Lederfetzen, genauso wie die Wildschweine. Dann haben wir einmal die Ulfs, also die Haustiere. Von denen bekommen wir die Ulfs-Trophäe. Für jeden, der Manta fährt, wird es freuen. Das sieht aus wie ein Fuchsschwanz. Die Trophäe ist also nicht gerade die schönste. Und von ihnen bekommt man auch wieder diese Wolfszähne. Dann hat man die Fenrir, die man nachts jagen kann. Da gibt es dann auch nochmal eine Trophäe und auch nochmal die Wolfszähne. Dann gibt es die Kultisten. Von den Kultisten bekommt man auf alle Fälle einmal diese rote Jute, aus denen man dann diese Vorhänge machen kann. Oder da kommen wir dann bei den Rüstungen noch dazu. Da gibt es dann auch eine Kultistenrüstung. Gut, welches Tier habe ich jetzt noch vergessen? Wir haben die Kultisten, die Ulfs, die Fledermäuse, Skelette ist klar, da bekommen wir die Knochen, Trauger, da bekommen wir wie im Sumpf unsere Innereien, aus denen wir Würstchen machen können. Was haben wir sonst noch vergessen? In den Frosthöhlen gibt es noch die Kristalle, die wir auch von den Golems bekommen.
Also wir bekommen hier lauter neue Sachen. Es stehen hier Tannen rum, von denen wir Holz bekommen. Es gibt natürlich genauso Steine. Es gibt hier Raben, die hier rumfliegen, mit denen wir sozusagen Federn farmen können. Also das sind ja auch die nicht aggressiven Tiere. Das zu den Ressourcen im Gebirge. Schnell und einfach. Wie gesagt, Hauptaugenmerk für das Crafting, für neue Ausrüstung ist einmal das Obsidian, mit dem wir neue Pfeile, also eine neue Pfeilart, also die Obsidianpfeile herstellen können. Ja, das wäre dann sozusagen die neuen Waffen, die wir hier bekommen. Gut, wunderbar. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.